Ich bin ja jetzt schon das fünfte Mal überhaupt hier. Ja, ist immer der gleiche Grund, ja. Ich habe irgendwie den Ansporn gekriegt, dass ich was tun muss. Und nicht immer nur alles verschieben muss auf die Jugend oder so, sondern ich habe jetzt die Zeit und ich habe auch das Wissen. Ich bin früher zur Demo gegangen und gegen AKWs, gegen Imperialismus, ja, Zionismus, gegen die ganzen Atomindustrie, gegen Männer auch. Und jetzt, ja natürlich, man muss Stellung beziehen. Und das heißt ja nicht, dass ich gegen einen Mann bin, sondern und das habe ich eben gemacht und jetzt geht's los mit dem Aktuellen. Und ich habe die Zeit und ich sollte das tun. Ich hatte fast den Eindruck, ich sollte einfach loslaufen nach Berlin, immer schön in Öffentlichkeit und dann einen Sternmarsch organisieren, so, ne? Weil ich finde, wir müssen die Gesellschaft verändern. Ich fände es gut, wenn die Gesellschaft wirklich unterstützender wird und nicht, dass jeder alleine seinen Hartz-IV-Betrag abholt, sondern dass wir uns vernetzen und dass wir wirklich ein Wir werden und nicht nur ein Ich. Ja, so in die Richtung. Das habe ich mein ganzes Leben lang experimentiert. Ich habe immer in Gemeinschaften gewohnt und das ist ja das Zukünftige. Also nicht Kleinfamilie, sondern also bürgerliche Kleinfamilie, sondern Gemeinschaft, Wahlverwandtschaft. Hier, ne? Goethe, Wahlverwandtschaft. Und das war damals schon aktuell und das wird immer aktueller. Ich habe eigentlich immer so den Anspruch an mich selber gehabt, dass ich etwas Besonderes mache zu meinem Geburtstag. Und das habe ich jetzt 57 Jahre gemacht. Und also dieses Jahr war ich halt hier, weil ich dachte, also gut, dann lade ich meine Freunde halt hierhin ein und dann lasse ich das mal miteinander zusammen sich vernetzen. Gucken wir einfach mal, was kommt. Das war toll mit dem, weil ganz viele Menschen mit uns zusammen gefeiert haben dort. Wir haben also einfach die Stühle nach draußen gestellt und haben Kaffee gekocht dort und Kuchen hat man natürlich mitgebracht und dann gab es ganz viele Menschenbegegnungen. Und so ist es. Es geht um die Menschenbegegnungen. Dass wir wissen, wer das ist und warum wir das machen und auch zeigen, dass wir das sehr gut finden, was da passiert. Ich habe das Gefühl, jetzt ist ein Keim gelegt, um die Gesellschaft zu verändern. Und ich gebe auch ein bisschen Schwung, dass sich das so schön bewegen kann und sich also auch ausbreiten kann. Also da ist jeder gefragt. Du genauso wie ich, oder? Ja. Aber ich eben auch, ne? Occupy.